bewegt sich auf dünnem Eis. Das weiß man und das will man eigentlich gar nicht. Und trotzdem kommt man nicht weg hier. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier im Old Trafford heute zu Manchester United. Und das letzte Spiel war, glaube ich, für mich Selbstvertrauen auf jeden Fall. Man hat gezeigt, man ist immer gut dabei, was ab und zu auch gegen die, wie gegen Tottenham, dann nicht reicht, ist die Effizienz, dieses Spiel so durchzustehen, denn auch Chelsea ist in der zweiten Halbzeit stärker geworden, wie ich finde, und das dürfte normal nicht so einfach gehen, auch wenn es Chelsea ist. Das mit dem Offensivspiel klappt gut. Nimm's. Dann Willner. Bella. Son. Casemiro. Lukas. Wenn er den wollte, weiß ich nicht. Willner sieht wieder eine gelbe Karte. Das gefällt mir an dem Mann. Der ist ein harter Kämpfer. Mit dem Tor gegen Tottenham hat er sich auch mal belohnen dürfen. Und das ist Taylor und der belohnt sich manchmal wirklich. Oh mein Gott. Also das. Taylor. Hat es nicht so gut gemacht, aber war auch sehr stark vom Verteidiger gemacht. Bostwick Johnson. Er entschuldigt sich da und sieht auch gleich gelb. Schiedsrichter hart hier im Nehmen. Möchte frühzeitig viel unterbinden an Schiedsrichter. Und das ist aber die. Okay, Lukas ab. Seitz. Hat man gehofft, hat man aber nicht gedacht, dass es ans ist. Pekka. China. Warte. Und das ist Son gewesen. Ja, und da kommen sie jetzt ein bisschen raus. Jetzt hat man sie da hinten gut unter Druck gesetzt und es ist wieder.
Schwegler. Wieder, man setzt Manchester United hier ein bisschen unter Druck. Und das war sehr schön von Billig und sehr schön von Romero. Ah, das war das ein kleines Missverständnis zwischen Taylor und Abate. Und es geht wieder über Lukas. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ja, bis jetzt hat Exeter aber nicht viel zu tun gehabt. Ich muss sagen, es ist hier einiges sehr nach Plan gelaufen bislang, also kein Grund hier irgendwas zu ändern bislang, bis auf Gagné. Und wer kommt? Gagné. Dieses Gagné-Gagné-Prinzip, das wird jetzt das letzte Mal wahrscheinlich so sein, außer Gagné trifft natürlich oder hier für eine souveräne Leistung, aber dann hoffe ich auch, dass wieder ein Kramaric wach wird und sieht, Chancen bekommt man nur. Naja. Und es steht 0-1. Und es ist unsere Nummer 23, Heung-min Son. Pfiff im ganzen Stadion, vierter Premier League Treffer von ihm. Wow, auch schöner Pass jetzt gegen Milik. Lukas Ausgleich. Antwort auf Heung-min Son. Und jetzt, da hat Heung-min Son irgendwie nicht den Mut gehabt, oder? Ist nicht dazugekommen, so richtig hier abzuziehen. Paul Pogba macht sich bereit. So geht's. Aus. Und das war jetzt viel zu locker. Und das Linz, der da sehr gut rennt.
So, Casemiro. Oh, Kacke. Das ist absolut die Spots. Okay. Es ist. Bleibt wohl. Was? Taylor. Und raus! 1:2! Die 73. Minute und da ist der Joker! Und es ist Taylor wieder mal, der den Assist gibt. Also dieser Mann ist unser Captain und setzt sich da gut durch und die Flanke. War gut und Rossi nahm sie auch perfekt an. Und es ist geschehen, unsere Nummer 29 Rossi mit seinem ersten Premier League Treffer in Minute 73 zum Führungstreffer gegen Manchester United. Und da haben wir ihn gleich noch einmal im Blick für Rossi. Aber schon jetzt ein bisschen besser. Baker. Rossi. Casemiro. Barrett. Und Rossi, hat er den berührt? Hat er nicht, Rossi. Roberto und Meier. Was macht Meier mit dem Ball? Er geht auf die Seite raus. Versucht ihn zur Mitte zu bringen. Wow, und das war ein richtig guter Versuch. Linz und das haben zwei wirklich gut gemacht. Billig. Ich weiß gar nicht, wer der zweite war. Ob's nicht sogar Ludwig war. Yes! Sieg gegen Manchester United! Yes. Das gut, gut! Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Macht's gut. Ciao.